Beliebtes Motiv in der mythisch angehauchten Fantasy ist ja diese Sache mit den Göttern, die Lirum Larum verschwinden, sobald die Menschen aufhören, an sie zu glauben. Das, liebe Leser, klappt so in Loki von Cyanide nicht. Wäre ja auch irgendwie witzlos, dreht es sich doch im Action-Rollenspiel um die Rettung der germanischen, ägyptischen, griechischen und aztekischen Götter. Was übrigens auch nicht sonderlich klappt, ist, Loki in der gerade gesehenen Nahperspektive zu spielen. Schick ist das zwar, aber sehr, sehr unübersichtlich. Loki spielen sie wie Diablo 2 oder Titan Quest am besten aus einer isometrischen Ansicht. Hier im Bild haben wir einen der vier verfügbaren Charaktere, den ägyptischen Kampfmagier. Wie Amazone, Barbar und Schamanin beginnt der Ägypter das Abenteuer erst einmal in seiner Heimat. Er brutzelt, blitzt oder schattenmagiert sich also zunächst durch die Mythen rund um die Pyramiden. Die Fähigkeiten stets davon abhängig, welche Gottheit der Mann anbetet. Denn nur die entsprechenden Skills können sie dann leveln. Doch dazu später mehr. Erstmal müssen wir uns diesen Haufen Gegner vom Hals schaffen. Sind ja auch nur noch ein paar übrig. Um dann die Leichen und natürlich die genretypischen Truhen zu plündern. Erbeutete Gegenstände werden in Loki nicht in einem großen Inventarfenster angezeigt, sondern in einer Liste. Und erst wenn Sie die Maus über einen Eintrag bewegen, ploppt ein Fensterchen auf, das Ihnen das Schwert oder die Robe genau zeigt. Ein bisschen unübersichtlich ist das zu Beginn schon, jedoch liegt der Vorteil klar auf der Hand. Loki schert sich nämlich einen Dreck um die aus Diablo bekannten und verhassten eingeengten Stauräume im Inventar. Sie können unfassbar viel Zeug mitnehmen. Das lässt sich entweder verkaufen oder aber beim Schmied auseinander und neu zusammenbauen oder in Rohstoffe zerlegen. Unsere Amazone bauen wir hier mal einen Runenstein in die Rüstung, nur um der Demonstration willen. Denn eigentlich ist der bereits vorhandene Bonus um Harnisch deutlich besser als der, den wir jetzt für sie da reinfummeln. An der Optik tut sich übrigens nichts. Das passiert erst, wenn wir unsere Klamotten mit besseren Rohstoffen wie Draconit veredeln. Aber puh, bis wir sowas finden, fließt noch haufenweise Mythenblut. Stichwort Mythenblut. Auf in den Kampf. Sie sehen, bei der Amazone geht es deutlich farbenfroher zur Sache. Die Gut bewegt sich durch ein so altes Griechenland, dass da tatsächlich noch Bäume rumstehen. Die verschwanden ja erst, als die Römer den Peloponnes kahl schlugen, um damit ihre Schiffe zu bauen. Behauptet man zumindest. Aber auch bei der Amazone gilt, nah dran ist hübsch, weit weg ist gesünder. Letzteres ist allerdings total schnurz, wenn Ihnen das kleine Fensterchen, das die Vegetation ausblendet, nicht die fiese feindliche Bogenschützin zeigt. Da hätten wir uns mehr Signalwirkung erhofft, um so unsichtbare Feinde schneller zu orten. Übrigens sind Entfernungen und Ausblendfensterchen gleichermaßen schnurz, wenn Sie frisch in ein neues Level reinladen und das Pech haben, dass die Performance in die Knie geht und gleichzeitig zig Gegner auf Sie zustürmen. Loki fehlt oft einfach die Sicherheitszone, die Sie von den ersten Feinden in einem Level trennt. Das nervt und ist oft tödlich. Jetzt zum Thema Leveln. In Loki können Sie auf zweierlei Arten aufsteigen. In Ihrem Können und wie bekannt im Level. Hier ergatterte die Amazone gerade einen neuen Fertigkeitenpunkt, den sie allerdings nur im Talentbaum des Gottes einsetzen darf, den sie aktuell anbetet. Jeder Charakter hat drei Götter zur Auswahl und muss an einem Schrein in seinem Heimatort beten, will er den Gott und somit seine Entwicklung ändern. Unser Kampfmagier hier hat einen Sprung im Level gemacht. Erntet ganz normal Erfahrungspunkte. Wenn wir jetzt die lästigen Gegner beseitigt haben, verteilen wir die mal. Blöd, ein Minusknopf, den gibt es nicht. Einmal in Stärke oder Energie investiert ist und bleibt in Stärke oder Energie investiert. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen noch die beiden anderen Helden. Der nordische Barbar klopft sich bevorzugt mit riesigem Kriegsgerät durch die Gegner. Sein Vorteil? Durch das permanente Prügeln füllt sich eine Adrenalinleiste, die gelbe Linie, wahnsinnig schnell auf. Und ist die mal voll, haut er noch kräftiger zu und regeneriert Gesundheitspunkte.
Das haben wir mit dem Magier bisher nur ein einziges Mal geschafft. Die Schamanin macht in Auren oder wie hier im Bild in Gestaltwandlung. Das ist ziemlich nett anzusehen, aber für viele Level recht eintönig. Auch eher doof, in der Astralgestalt sieht man gar nicht, was die Dame für schneidige Klamotten am Leib trägt. Die sind, mit Verlaub gesagt, stellenweise nicht unbedingt jugendfrei. Loki hat sicherlich die ein oder andere Macke, also beispielsweise das mit den Teleportsteinen, das hätte man deutlich hübscher lösen können oder einfach wie in Diablo 2. Trotz allem macht das Spiel Spaß, und zwar durch die bekannten Mechanismen. Sammeltrieb, Sammeltrieb, Sammeltrieb. Man will einfach die cooleren Klamotten haben, auch wenn man dafür x Stunden durch immer und die gleichen Tempel laufen muss. Letztendlich, es macht Spaß, die Charaktere sind toll anzusehen, die Gegner sind fantastisch anzusehen. Und wer so ein bisschen leidgeprüft ist, beispielsweise von Gothic 3, der wird mit Loki auch seinen Spaß haben.